Moin Leute, herzlich willkommen zu Heavy Elvis Smokes. Heute mal im neu umgebauten Studio. Falls ihr euch jetzt wundert, ihr seid hier nicht bei Heavy Elvis kocht oder sowas gelandet, weil hier ein Topf ist, sondern wir haben heute ein bisschen was Verrücktes vor. Ihr kennt ja die Baba Bowl. Und da gibt es ja relativ keine HMDs für. Einer ist zwar in Arbeit, aber der ist ja noch nicht richtig marktreif. Also habe ich mir gedacht, nehmen wir halt einen Topf dafür. Das passt ja eigentlich wunderbar. Wir haben hier einen Topf, nicht, dass ihr euch da wundert. Der hat es echt schon hinter sich. Mal gucken, dass die Kamera läuft. Ja, der hat es, wie ihr seht, echt schon hinter sich. Da ist der Boden abgeplatzt und dabei ist dann innen drin irgendwas eingebrannt. Also der ist hin. Das heißt, da tut es nicht ganz so weh, wenn wir den vernichten. Und genau das werden wir tun. Ich lege die mal lieber so rum hin. So, was wir dann jetzt alles haben. Wir haben Schrauben, ganz viele. Wir haben einen Bohrer hier. Und der Plan ist jetzt eben, dass ich hier rundherum Löcher bohre, da die Schrauben reinpacke, ein bisschen weiter außen vielleicht nochmal Löcher zum Durchzug mache. Und die Kohlen sollen somit auf den Schrauben liegen, damit sie eben nicht ausgehen. Und gleichzeitig sollen die Schrauben in der Gegenrichtung dann so ein bisschen quasi als Noppen dienen. Ob das funktioniert, wir werden sehen. Ich habe extra noch hier eine Packung 7 Days am Start. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem Kram. Ich brauche hier, glaube ich, nicht großartig viel anzeichnen, weil ich weiß, dass das Loch hier mittig liegt und ich da quasi ja, 3 Finger breit fast Luft habe. Das heißt, ich mache das wild drauf los. Man könnte es wahrscheinlich schöner machen, aber ich denke, für den Zweck wird es reichen. Schau mal, was passiert. Mal da außen mal die Durchzugslöcher. Das Ding rutscht einfach nur ab, gerade irgendwie. Okay, erstes Loch wäre drin. Ich spule das dann einfach mal im Schnellvorlauf. Also ein Problem, was ich schon feststelle, ist, dieser Topf ist so wabbelig schon, dass er sich direkt hier verbeult. Ich hoffe, man sieht das. Ja, gucken, ob ich das wieder gerade kriege irgendwie. Jawohl. Ist schon wieder ausgebeult, perfekt. Sollte Topffacharbeiter werden. Ja, so richtig rund ist er jetzt nicht mehr. Oder gerade. Aber das wird's tun. Weiter geht's. So, die Durchzugslöcher hätten wir schon mal. Kloppen wir das hier nochmal gerade so ein bisschen fest. Es riecht schon so nach verbranntem Fett irgendwie. Also Leute, ich bin echt gespannt, ob das am Ende funktionieren kann so. Ich weiß nicht, ob man das hier schon sieht. Löcher sind auf jeden Fall schon mal drin. So, und jetzt brauchen wir die Löcher für die Kohlen. Wo habe ich meine Kohlen? Da. Das heißt, ich schnappe mir mal gerade eine Kohle, dass ich mal so ungefähr einen Eindruck habe, wie groß die am Ende sein müssten. Ich denke mal, ich mache einfach mal noch eine zweite Reihe auf jeden Fall. Wahrscheinlich noch eine dritte Reihe an Löchern. Das wäre natürlich schön, wenn die Kohlen hier relativ, ja, nicht direkt in den Löchern liegen am Ende, ne? Also ich würde sagen, machen wir mal einfach noch eine zweite Reihe Minimum und wahrscheinlich noch eine dritte Reihe.
So, dann machen wir noch eine Reihe dazwischen. Ich denke, dann könnte das sogar schon gehen. Ich hoffe jetzt natürlich nur, ja doch, die Schrauben müssen exakt passen. Sind Dreier, wir haben Dreier Bohrer, das müsste eigentlich genau passen. Machen wir hier nochmal, mach das mal so, dass ihr es auch seht. Ich gehe jetzt dann hier nochmal zwischendurch vielleicht rein, dass die Kohlen, wenn ich sie reinlege, die habe ich natürlich eben weggeschmissen, da ist sie, dass die hier ja so ein bisschen schräg vielleicht dann drin liegen, dass die eben richtig Luft kriegen. Dann machen wir ein paar, machen wir eben nach innen, ein paar machen wir nach außen die Schrauben. Dann sollte das quasi als Noppenkontakt durchgehen. Und mit ein bisschen Glück eben richtig funktionieren. Schauen wir mal. Also machen wir noch eine Schicht Löcher und dann Schrauben rein, Kohlen an, würde ich sagen. So, jetzt haben wir hier einige Löcher drin. Ich hoffe, ihr seht es, aber ich denke schon. Das sollte eigentlich meines Erachtens reichen. Ich klopfe jetzt hier den Boden nochmal gerade so ein bisschen raus. Dann nehmen wir es so rum. Weil er hat natürlich jetzt böse Wellen geschlagen. So, es ist jetzt nicht perfekt gerade. Aber ich glaube, das geht. Das sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. So. Dann würde ich sagen, drehen wir jetzt mal ein paar Schräubchen rein und machen dann gleich mal noch die ganzen Kohlen an. Weil wir müssen das Ganze natürlich auch schön testrauchen können. Wir haben jetzt hier die M3x10er in dem Fall. Die sind relativ kurz. Da habe ich mir gedacht, die könnte ich als ja quasi Abstandshalter für die Kohlen so reinmachen. Würde ich jetzt hier in die inneren Löcher weitestgehend in alle reinmachen, aber nicht in alle, weil so ein paar möchte ich, wie gesagt, ja dann nach unten machen. Dafür habe ich dann aber noch die M3x16. Die sind ein bisschen länger, aber ich glaube tatsächlich, dass sogar die 10er schon reichen, weil die 16er wahrscheinlich ein bisschen zu lang werden könnten. Ich möchte aber auch die Schrauben nicht direkt von der Kohle nach unten durchjagen, weil dann ist, glaube ich, zu viel Hitze drauf. Deshalb, ja, schrauben wir die mal alle rein und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, ich wollte es euch eigentlich gerade in der kleinen Cam zeigen. Aber ich kriege das im Stehen gerade nicht so sauber hin. Deshalb machen wir da einfach wieder einen Zeitsprung und dann sehen wir uns, wenn die Schrauben drin sind. So Leute, das Höllengerät ist fertig. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. So von oben. Und der Plan ist dann eben, dass ich die Kohlen hier einfach so ein bisschen angeschrägt da so reinlegen kann. Die hier sollten dann theoretisch die Hitze gut nach unten ableiten. Und da durch die Löcher außen sollte eben die Hitze gut durchgezogen werden können. So, das heißt, das hat schon mal soweit funktioniert. Ich könnte ja mal noch zählen, wie viele Schrauben das sind. Aber das kann ich euch da dann einblenden, wenn ich es gezählt habe. Ich würde sagen, ich mache jetzt die Kohlen an, dann machen wir die Baba Bowl fertig und dann sehen wir uns zum Anrauchen wieder. Bis gleich!